R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Meine lieben Freunde, ganz kurz, bevor ich mich jetzt hier in großartige Entschuldigungstheorien verwickel, gehe ich einfach mal ehrlich an die Sache ran und habe euch zu erzählen, meine Freunde. Eigentlich wollte ich gestern Abend ja gelivestreamt haben, ich habe es aber einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Ich war noch bei meinen Eltern und war ja in Berlin und bin auch ein bisschen krank gewesen. Meine Stimme hat gestern nicht funktioniert und so weiter und so fort, meine Freunde. Dementsprechend wird es heute Abend dafür gegen 18 Uhr einen wunderschönen Livestream auf Twitch geben, also schaut auf jeden Fall mal da rein, Leute. Und was zum Teufel ist das? Oh mein Gott, okay, okay, okay. Ich war übers Wochenende nur einmal kurz im Server, um ein Thumbnail zu machen und habe ein wenig Streit zwischen D-Tom und Patrick mitbekommen und bin jetzt einfach mal hingegangen und habe gerade schon mal ein bisschen an der Farm hier für meine Villager-Farm wieder getradet, damit ich jetzt gleich mal hingehen kann und quasi die ganzen Villager hochtraden kann und mir anschauen kann, ob sie da eventuell Mending-Villager oder nicht verstecken. Und ja, jetzt wird es auf jeden Fall ganz interessant, meine Freunde, denn ich habe mitbekommen, dass wohl irgendwer mir angedroht hat, mein Haus zu sprengen beziehungsweise mein Haus komplett zu verunstalten. Und wenn es jetzt dazu gekommen ist, meine Freunde, dann hält mich hier gar nichts mehr. Dann raste ich komplett aus heute Abend und dann gibt's Bugpfeifen. Da gibt's Backpfeifen ohne Ende, Leute. Ich habe mich bis jetzt wirklich zurückgehalten. Abgesehen von der Aktion mit Riole, wo ja letztendlich nur ein klein bisschen Spaß mit uns betrieben worden ist, ja. Ist ja bis jetzt noch nichts großartig geschehen, was hier irgendwie dazu jemanden ermutigen sollte, mein Haus zu zerstören oder mich in irgendeiner Weise anzugreifen. Ich habe, wie gesagt, mitbekommen, dass Patrick und G-Time sich wohl komplett zerkracht haben am Wochenende. Ich habe keine Ahnung, was genau abgegangen ist. Ich will jetzt nur für die beiden hoffen, dass mein Haus darunter nicht gelitten hat. Falls doch, meine Freunde, gibt es heute Abend auf jeden Fall richtig on Bug. Ich kann es nur für die beiden hoffen, Leute. Denn ich habe keinen Bock, alles nochmal neu aufzubauen. Oh, der liebe Rotpilz baut sein Haus. Das sieht sehr schön aus. Ich hätte mir... Leute, ich bin mir mal... Alles klar. Alles klar. Okay. Okay, ich sehe schon. Perfekt. Super. Haha, ist ja witzig. Ist ja lustig. Das ist ja witzig, Mensch. Das ist ja lustig. Cool, meine Scheiben sind kaputt. Okay, okay, okay. Ah, hier hat jemand TNT gezündet. Okay, mhm. Und hier sind überall Netherrack-Pimmel. Das ist ja witzig. Das ist ja lustig, Leute. Das ist ja lustig. Sehr witzig, oder? Lustig ist das, lustig. Wieso passiert mir sowas? Ich habe mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun, Mann. Ich habe nichts gemacht. Ich habe... Oh, Leute, ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mit diesem ganzen Stress, der da am Wochenende geschehen ist, nichts zu tun gehabt, Leute. Und jetzt muss ich hier mein Haus erstmal reparieren. Was soll denn die Kacke? Welcher Affe war das, Leute? Wenn ihr wisst, wer das gewesen ist, wenn ihr wirklich wisst, wer das gewesen ist, meine Freunde, schreibt es mir in die Kommentare. Dann wird diese Person heute Abend leiden. Heute Abend um 18 Uhr werde ich mich dann einfach rechnen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, meine Freunde. Ich werde heute Abend mein Haus wahrscheinlich größtenteils nochmal weiterbauen und fertig bauen. Eigentlich hatte ich jetzt vor, wie gesagt, zur Villager Farm zu gehen. Aber ich will jetzt erstmal wissen, wer dahinter steckt. Das ist so unnötig. Auch wenn es jetzt so ein klein bisschen ist. Ich meine, viele werden mir jetzt sagen, stell dich nicht so an, Revi. Aber Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, Alter, ich habe da keinen Bock drauf. Also ich sehe das einfach nicht ein. Tut mir leid. Ich bin hier der Einzige, der sich hier irgendwie halbwegs friedlich verhält. Und dann muss ich mir die Scheiße hier geben. Da habe ich echt keine Lust drauf. So, passt mal auf. Ist denn hier alles noch in Ordnung? Ja, gut. Rüdiger geht's noch gut. Das ist wichtig. Meine Champion-Table ist noch da. Mein Amboss steht auch noch. Den hat auch wieder keiner geklaut, da bin ich auf jeden Fall mal dankbar für. Aber nochmal, das, was da jetzt nebenan in meinem Haus passiert ist, gefällt mir wirklich nicht. Das tut mir leid, Leute. Da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, dass das so nicht geht. Das finde ich jetzt so nicht in Ordnung. Vor allen Dingen, weil ich ja auch ehrlich gesagt nichts mit dieser ganzen Geschichte zu tun habe und überhaupt keine Ahnung habe, wer einen Grund haben sollte, mein Haus hier in irgendeiner Art und Weise zu demolieren. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also bin gerade ein bisschen sprachlos tatsächlich. Ist jetzt auch nicht so schlimm, meine Freunde. Es ist jetzt nicht der Riesentroll hier gewesen und es ist nicht super viel kaputt gegangen. Aber ich finde es halt einfach nervig, dass man nicht mal für 2 Tage wegfahren kann, ohne dass irgendwer hingeht und einem einfach hier alles an Fortschritt immer wieder zunichte macht. Finde ich persönlich nicht unbedingt cool. So, mein Pool hier auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall noch alles, das ist alles noch sehr schön. Passt mal auf, Leute, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz rüber, da unten stehen noch Boote. Ich würde sagen, wir fahren mal ganz kurz rüber, schauen mal unten, wie es in die Shakiri geht. Und dann gehen wir mal ganz kurz rüber zur Villager Farm, meine Freunde. Und gucken einfach mal, was zum... Das ist jetzt ein Creeper im Boot, wenn ich da jetzt einsteige. Oh, okay, alles klar. Gut, haben wir das auch schon geklärt, perfekt. Warte mal, die sind weg. Wer hat die da rausgeholt? Ey, was soll denn das, Mann? Was, warum... What? Jetzt ist auch noch deren Sozialbau in die Luft geflogen. Wer hat denn das... Och Mann, Leute, ganz ehrlich, ey, ich verstehe es nicht. Wer macht denn sowas? Wieso wird denn ständig irgendwie hingegangen? Alles, was man sich hier irgendwie aufbaut, wo man ein bisschen Spaß mit hat, Leute, wird hier direkt wieder zunichte und kaputt gemacht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich verstehe das nicht. Wer hat denn das kaputt gemacht jetzt, Mann? Junge, vor allen Dingen... Ja gut, kaputt gemacht habe ich es an dieser Stelle gerade mit dem Creeper. Aber wer hat die denn da rausgeholt? Wahrscheinlich hat die einfach wieder irgendwer umgebracht, Leute. Wahrscheinlich komme ich jetzt zu meiner Villager-Farm. Da ist auch alles kaputt. Wenn das jetzt der Fall ist, meine Freunde, dann quitte ich wirklich. Dann verschwinde ich aus dieser Stadt und baue mir weit außerhalb irgendwas auf. Dann habe ich nämlich auch keinen Lust mehr drauf. Kann ja nicht wahr sein, Alter. Wie schrecklich ist das denn hier bitte? Ohne Witz, Leute. Ich hatte eigentlich vor, in der heutigen Folge hole ich den Mending-Villager rüber, der sich wahrscheinlich jetzt da irgendwo versteckt. Und dann gehe ich hin, meine Freunde, und baue mein Haus fertig. Stattdessen komme ich hin und sehe nur destruktive Kacke und wie alles von mir kaputt gemacht geworden ist. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Tut mir leid. Oh mein Gott, wie viele Iron Golems sind denn hier? 1, 2, 3 Iron Golems.
Okay, Leute, alles klar. Das sind schon mal 3 Iron Golems. 4 Iron Golems. What the freaking banana. Okay, das ist echt nicht wenig, Leute. Passt mal auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz hin und gucken mal, ob wir irgendwo Villager haben, die es eventuell wert wären, weiterzuentwickeln. Pass mal auf. Was ist mit dir? Kartographer. Brauchen wir nicht. Was ist mit dir? Du bist ein Librarian. Verkaufst Frostwalker. Dich hatten wir schon mal. Bist du ein Librarian? Du verkaufst Projector Protection. Dich kennen wir auch schon. Kann es sein, dass keine neuen Librarians dazu gekommen sind. Hier sind wieder ein paar Shakiris dabei. Ein paar Grüne. Okay, die nichts machen. Kartographer. Librarian. Curse of Vanishing verkauft. Er. Das ist doch nicht wahr, Leute. Irgendwann muss dieser blöde Mending-Villager hier rumlaufen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, wir müssen heute auf jeden Fall mal eine Menge Villager wieder umbringen. Der hat eine Blume in der Hand. Das ist ja nett von dir, Alter. Dankeschön. Das ist wirklich süß von dir. Das Problem ist, Leute, ich muss auf jeden Fall jetzt gleich mal hier hingehen und sie alle umbringen. Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir sehen uns in einem ganz kurzen Schnitt wieder und ich sortiere mal ganz kurz ein wenig aus. Bis gleich. So, Kinder, also ich habe mir auf jeden Fall jetzt mal hier ein bisschen was an Zettel gemacht. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz was hoch noch welche holen und dann schauen wir einfach mal, dass wir jetzt ganz kurz die Villager noch hochgetradet bekommen, Leute. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir auf jeden Fall uns jetzt mal anstrengen sollten, hier gemeinsam endlich mal was auf die Reihe zu bekommen, Leute. So, passt mal auf, ich hatte doch hier noch eine ganze Menge Zettel. Das kann alles raus hier, das kann alles raus, das kann alles weg hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gerade ein wenig überrascht, dass mein Fahrstuhl noch funktioniert, denn ich hätte tatsächlich gedacht, dass irgendwann mein Fahrstuhl einfach kaputt gemacht hat. Das ist diesmal nicht der Fall gewesen. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zu den Villagern rüber, aber das hier finde ich halt echt nicht so lustig, Alter. Ich weiß es nicht, Mann. Keine Ahnung, wer jetzt da gedacht hat, das wäre auf jeden Fall ein lustiger Troll. Ganz ehrlich, Digga, den Comedy-Preis 2016 hast du auf jeden Fall verdient, Digga, weil der Comedy-Preis nur an unlustige Spastis vergeben wird. In diesem Falle dann auch an dich. So, macht euch hier keine Sorgen. Ich werde die Creeper-Löcher auf jeden Fall füllen, damit Rotpilze in Ruhe schlafen kann, Leute. Macht euch da keinen Kopf, bitte. Ich bin der Einzige in der Stadt hier, der sich halbwegs noch ein wenig um das Stadtbild kümmert. Der Rest ist hier komplett wahnsinnig und prügelt sich einfach nur mit den anderen, Leute. Ich muss mir auf jeden Fall auch mal die Mob-Farm anschauen, die anderen gebaut haben. Das machen wir heute Abend alles im Stream, aber ich möchte jetzt erstmal wissen von euch, wer ist das an meinem Haus gewesen, denn ich kann sowas nicht ungesühnt lassen. Weil wenn ich ständig hingehe, Leute, ja, und so tue, als wäre nichts gewesen, dann tut's mir leid, dann bringt das mich auch nicht weiter und dann bin ich letztendlich derjenige, der es immer abbekommt und sich dann nicht wehrt, so, dann habe ich keinen Bock drauf. Dicker, es tut mir wirklich leid, Alter. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz die Iron Golems umbringen. So hardcore es klingt, aber wenn ich jetzt halt gleich mit denen Ärger bekomme, Dicker. Achtung, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Oh Gott, sind die schnell, Alter. Oh mein Gott, bitte nicht Ärger machen. Ich muss die alle umbringen, sonst töten die mich, Leute, wenn ich jetzt die ganzen Villager abschlachte. Es geht leider nicht anders. Mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen auf den ersten Blick, aber Leute, glaubt mir, ist das Richtige. Wir müssen nämlich gucken, dass hier nur die Elite an Villagern ausgebildet wird und nicht irgendwelche Lackaffen, die keiner braucht. Hier zum Beispiel der Typ hier. Was bist du? Kartographer. Es tut mir leid, auf Wiedersehen. Du kannst dich verabschieden von dieser Welt. So, wen haben wir denn hier noch? Pass mal auf, da vorne ist nochmal ein Iron Golem. Einmal ganz kurz verrecken, bitte, dankeschön. So, was ist mit dir? Du bist ein... Da hinten wird schon wieder gevögelt, ich hab's doch gesehen, Alter. So, kommt mal ganz kurz her. Du bist ein Klerik. Es tut mir wirklich leid für dich, auch dich kann ich nicht gebrauchen. Du bist ein Farmer, dich können wir sehr gut gebrauchen. Pass mal auf, dann gehen wir jetzt direkt erstmal hin, mein Freund, und kaufen bei dir ein wenig was ein. So, Digga, wir kaufen nämlich jetzt erstmal den ganzen Scheiß, den wir hier nicht mehr brauchen. Verkaufen wir jetzt erstmal an dich, du Holzkopf, damit wir erstmal ein paar Emeralds bekommen. So, Digga, dann traden wir ganz kurz mal alle Slots hier wieder frei bei dir. Es ist ein sehr, sehr aufwendiges Unterfangen, wie ihr vielleicht sehen könnt, Leute. Aber es ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man es irgendwann hinbekommen, vielleicht diese bestimmten Villager, die man halt haben möchte, dann hochzutraden. Da passt mal auf, Leute. Das hier machen wir noch weg. Und jetzt fehlt hier genau ein Weizen. Das war wieder typisch, Alter. Passt ganz genau. Das beschreibt mein Leben einfach perfekt. So, verkaufen wir den ganzen Krams hier mal, Leute. Gehen wir mal ganz kurz einmal rüber. Oh, ihr verkauft die Dingens, die Karotten für richtig günstig Geld, Alter. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Mal auf. Da ist hier noch ein Farmer hier. So, passt mal auf, Dicker. Dann verkaufen wir mal die ganzen restlichen Kartoffeln an diesen Mann hier. So. Junge, Junge, Junge. Ich frage mich, was der mit so viel Kartoffeln macht, Alter. Wisst ihr? Leute, ich würde mal gerne dazu einen Fanart sehen. Könnt ihr mir mal bitte sagen, was der Typ mit den ganzen Kartoffeln macht? Würde mich wirklich mal interessieren. So, Digga, komm. Bist du jetzt wieder freigetradet hier oder nicht? Ja, dann verkaufe ich halt alles an dich, Alter. Ist mir jetzt auch egal, Junge. Irgendeinen Trottel gibt es immer, der meine Kartoffeln kauft. So, passt mal auf. So, die ganzen Farmer behalten wir auf jeden Fall. Die anderen Villager bringen wir dann einfach um, Leute. Mag jetzt vielleicht auf den ersten Weg ein wenig Barbarier scheinen, aber glaub mir, ist das Richtige. Denn alles andere macht hier wenig Sinn. Die ganzen seltsamen Klerik-Villager und die ganzen anderen Spacken hier, die ganzen Kartografen. Die braucht man nämlich nicht. So, in diesem Sinne auch an dich, mein Freund. Es ist wirklich schön gewesen, dass du hier gewesen bist. Aber, oh, jetzt habe ich irgendwen anders umgebracht, der da vorgelaufen ist. Hau rein, Bruder. So, was zeugt ihr bei dir jetzt für ein Kind? Macht mal ein Kind hier. Macht mal ein Kind. Komm, mach mal ein Kind, Alter. Mach mal. Was passiert da? Er will nicht. Er hat ihn gekorbt, Alter. Villager-Korb. Nice one, auf jeden Fall. Okay, Dicker, es tut mir leid. Ihr zeugt hier gerade schon wieder neue Kinder. Auch du musst sterben. Es tut mir wirklich leid. Es mag jetzt vielleicht auf den ersten Weg ein bisschen hart erscheinen, was ich hier mache, meine Freunde. Aber es ist der einzige Weg, eventuell hinzugehen und zu erwirken, dass wir irgendwann einen verdammten Mending-Villager erhalten. Und wer weiß, vielleicht ist das hier sogar schon
irgendwann unser einziges Opfer, was wir bekommen. Pass mal auf. So, was verkaufst du denn noch hier? Verkaufst Bücher für Emeralds, Bücherregale. Ja, dann kaufen wir mal 3 Bücherregale bei dir, mein Freund. Damit du zufrieden bist. So, schauen wir mal ganz kurz. Was hast du denn noch alles im Angebot hier? Freu dich erstmal ganz kurz darüber, dass du Bücherregale an mich verkauft hast. So, Dicker, was hast du denn hier noch? Komm, Glas hast du wieder nur und Written Books. Ja, ist auch scheiße. Ne, will er halt auch nicht. Ne? Ich glaube, nach dem Glas kommt auch nichts mehr bei ihm. Okay, pass mal auf. Dann müssen wir hier auf jeden Fall mal gucken. Du bist ein Kartografer. Es tut mir leid, auf jeden Fall an dieser Stelle für dich, mein Freund. Da ist ein kleiner Patrick geboren worden, auch nicht schlecht. Was bist du? Du bist auch ein Kartografer. Ich muss jetzt hier einfach mal ein bisschen aussortieren, Leute. Ich denke mal, bis heute Abend im Stream haben wir das hier alles geklärt. Und spätestens heute Abend werden wir dann im Stream endlich unseren Mending Villager haben, Leute. Wie gesagt, ich bringe jetzt hier einfach mal alles um, was wir nicht brauchen. Du hast auch nur Kacke im Angebot. Das hatte ich im Hinterkopf gehabt, genau. So, was haben wir hier? Du bist ein Kartografer wahrscheinlich. Auf Wiedersehen, es tut mir wirklich leid dafür. Aber gebrauchen kann ich dich jetzt an dieser Stelle nicht. Ein Butcher, dich brauche ich auch nicht, Alter. Es tut mir leid. Ihr könnt euch jetzt mal alle verpissen. Ja, meine Freunde, ich hatte eigentlich in dieser Folge echt anderes vor. Ich dachte eigentlich, dass es jetzt so langsam den Mending Villager hier geben sollte. Ich werde das heute den ganzen Tag nochmal ein wenig überwachen und gucken, dass wir auf jeden Fall heute mal den richtigen Villager hier finden, endlich. Ich denke mal, es wird ein bisschen dauern, aber irgendwann haben wir ihn, Leute. Und dann können wir uns auf jeden Fall entspannt zurücklegen und hier auch eine Iron Golem Farm draus machen. Ihr seht ja schon, Iron Golem spawnen ja echt eine Menge, Leute. Und spätestens dann ist das Ganze hier auf jeden Fall soweit, dass wir daraus richtig Profit ziehen können. In diesem Sinne, meine Freunde, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Heute Abend um 18 Uhr gibt es dann, wie gesagt, den Livestream, meine Freunde. Es gibt richtig, richtig dick aufs Maul. Ich denke mal, ich werde mich bei dieser Person, wer auch immer das gewesen ist, auf jeden Fall rächen, meine Freunde. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer es gewesen ist. Schreibt es mir auf jeden Fall bitte in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's für eine kleine, aber feine Folge von Craft Attack, meine Freunde. Und hier sind echt viel zu viele Shakiris. Die müssen wir auf jeden Fall heute alle wieder mal wegbringen, Leute. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt schnell offscreen. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns heute Abend um 19:30 Uhr bei der Back Reaction auf das Probo-Video und um 18 Uhr beim Livestream. Also macht's gut, haut rein, bis heute Abend. Ciao, ciao.